Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es zeichnet sich zu dieser späten Stunde eine erstaunliche Einigkeit zwischen allen Fraktionen hier ab. Schauen wir mal, wie lange das hält. Meine Damen und Herren, wir lesen immer mal wieder in der Zeitung, oder es wird uns auch so persönlich zugetragen, dass sich Menschen darüber aufregen, wie groß der Deutsche Bundestag ist. Wenn ich denen dann sage, na, der ist groß, aber ungefähr zehnmal mehr Lobbyisten umkreisen den Bundestag, etwa 5.000 bis 7.000, genauer weiß man das nicht, weil es das bestehende Lobbyregister nicht hergibt. Heute Morgen wurde auch hier im Hause angesprochen, dass der Hessische Landtag zu groß sei. Wie viele Lobbyisten uns umkreisen, wissen wir nun überhaupt nicht, weil es hier gar kein Lobbyregister gibt. Das ist ein Umstand, das sehen wir auch so, dass der behoben werden soll. Ich habe jetzt von allen Vorrednerinnen und Vorrednern gehört, dass wir das wohl gemeinsam angehen. Wenn wir dann wirklich da zu einer Klärung kommen, und Frau Wallmann, ich stimme dem zu, dass wir uns mal erst schlau machen sollten, was wir selber zusammentragen können, aber dann durchaus auch noch Menschen befragen sollten, die viel schlauer in der Frage sind als wir, sollten wir sie vielleicht aus einem Zwischenruf, den ich jetzt eben, ich weiß nicht mehr aus welchen Reihen gehört habe, auch noch einmal den Unterschied zwischen Lobbyismus, Interessensvertretung und Filz herausarbeiten. In beiden Anträgen, aber sehr viel deutlicher noch in dem FDP-Antrag, wird darauf verwiesen, dass es nicht dazu kommen soll, dass der gläserne Abgeordnete dann Ende des Produkts ist. Da bin ich ganz bei Ihnen. Es kann nicht darum gehen, dass wir unsere Terminkalender offenlegen. Aber, und da habe ich, bis Sie geredet haben, Herr Lenders, einen Unterschied zwischen den beiden Anträgen gesehen. Sie haben in Ihrem Antrag nur aufgeschrieben, wo die Mittel herkommen. Die SPD hat gesagt, wie groß die Mittelausstattung für die Interessensvertretung ist. Darum geht es nämlich. Und da, Frau Wallmann, sehe ich nun wirklich überhaupt kein Problem, wenn eine Firma offenlegen muss, wie viel Geld sie für die Interessensvertretung ausgibt. Wir haben auch Firmen, die wir zwingen, offenzulegen, wie hoch ihr Werbeetat ist. Es geht also darum, nicht einen gläsernen Abgeordneten zu schaffen, aber offenzulegen, wie viel wer daran investiert, uns zu beeinflussen. Ich habe da durchaus manchmal die Vision, und gut, ich bin hier donnerstags morgens vor allen Dingen immer überrascht, wie viel Sportaffinität hier im Raum ist. Deswegen benutze ich jetzt mal ein Bild aus dem Sport. Wenn ich das mal so sehe, wie das Bild aussieht, wenn ein Trainer oder eine Mannschaft vor die Kamera tritt, dann ist da im Hintergrund immer eine Wand, wo ich all die Symbole derer sehe, die diesen Sport gerade finanzieren. Ab und zu haben die sogar so kleine Aufnäherchen am Hemdkragen. Ich fände es gut, wenn wir dazu kämen, dass Abgeordnete an ihren Hemdkragen offenlegen müssen, von wem sie alle gerade gesponsert werden. Schönen Abend noch.